Die Champignon-Cremesuppen. Ich würde sagen, die Mutter aller Schwammerlsuppen. Ich weiß, einige von euch werden sich fragen, was sind Schwammerl? Schwammerl sind nichts anderes als Pilze. In dem Fall sind es die Champignons. Wie man das macht, seht ihr jetzt in dem Video. Was braucht man alles für unsere Champignon-Cremesuppen? Natürlich als erstes einmal die Champignons. Bei den Champignons bin ich hergegangen, ich habe so feinblättrig geschnitten in 2, 3 mm, 4 mm breite Stücke. Das Ganze werden wir in ein Olivenöl dünsten. Dann werden wir einen Gemüsefond dazu nehmen, den werden wir stauben mit einem Mehl. Und eine Butter kommt natürlich dazu, es kommt ein Schlagobers dazu und als Gewürze kommen Salz, Kümmel, Majoran, Pfeffer und ein Lorbeerblatt. Ihr werdet sehen, das geht ganz schnell und ihr kommt gleich zum Essen. So, als erstes werden wir mal unsere Champignons dünsten. Da nehmen wir das Olivenöl und geben die Champignons rein. Die werden wir jetzt ordentlich andünsten, ordentlich fast schon anbraten. Wenn ihr so, egal welche Art von Schwammerl ihr in der Pfanne macht oder welches Rezept ihr macht, niemals jetzt salzen. Wenn ihr da Salz reingibt, verlieren die das ganze Wasser und die werden dann wirklich ganz lätschert. Lätschert ist, wenn das irgendwer nicht versteht, die werden dann ganz weich und unansehnlich. Und so bleiben sie knackig, obwohl sie schon durch sind. So, wenn ihr her schaut, das schaut ganz herrlich aus und das riecht da schon ganz super. Da drehen wir die Platte jetzt auf die Hälfte runter und die können jetzt da einfach dahin brutzeln. Als nächstes gehen wir jetzt her, machen wir die Basis für die Suppe. Da gehen wir jetzt her und müssen die Butter reingeben und das Mehl. So, die Butter ist schön heiß, die lassen wir leicht braun werden. Ganz leicht und jetzt kommt das Mehl rein. So, das wird jetzt in Wirklichkeit einfach ein Einbrennen. Mehlschmelze oder Einbrennen. So, ihr seht, das muss gerade ein bisschen hellbraun werden. Kann voll dunkel werden, weil sonst ist es bitter, wenn das Mehl verbrennt. So, und was passiert jetzt? Jetzt machen wir die Basis für die Suppe. Wir geben den Suppen den Gemüsefond rein. Aber aufpassen, das ist jetzt natürlich, wenn man das reinleert, wird das sehr heiß. Da muss man ganz vorsichtig reinspritzen, dass dieser Wasserdampf auch nicht die Finger verbrennt. Und natürlich wird das jetzt immer dünnflüssiger, aber das wird die Basis. Das schaut dann so aus, schaut einmal, das löst sich jetzt gleich alles auf. Und da lernen wir jetzt nach und nach lernen wir jetzt diesen Gemüsefond rein. Es wird gleich wieder cremig. So. Und wie ich gesagt habe, diese Suppe, die geht sehr schnell, die ist gleich fertig. Das lassen wir jetzt kurz einmal aufkochen. Inzwischen schauen wir uns unsere Schwammerln an. Ja, die sind auch schon super. Wenn es da her schaut, so soll das ausschauen. Man muss sie nicht zu Tode dünsten, sie sind noch ein bisschen bissig, sie haben noch ein bisschen Kraft drinnen. Ist vielleicht auch ganz gut, wenn man es dann in der Suppe isst, dass ein bisschen Biss da ist, dass die nicht so eben, ist der richtige Ausdruck bei uns ist lätschert, dass so richtig nur mehr weich sind. Das sollen es nicht sein. So, das, ja, das schaut schon ganz gut aus. Sehr gut, wenn du da her schaust, das ist ja jetzt schon super dick. Das schaut ganz schmackig aus. Das lassen wir jetzt einmal kurz aufkochen und dann geben wir Schlagobers rein und es geht weiter. So, vorm Schlagobers gebe ich noch die Gewürze rein. Ganz klar, die sollen sich da auch ein bisschen entfalten können. Und dann gebe ich gleich ein Schlagobers drauf. Das Salz gebe ich jetzt rein. Das ist okay, weil ja das nicht mit dem Schwammerl in Verbindung ist. Und jetzt kommt noch der Schlagobers rein. Kurz werden wir es dann aufkochen lassen und dann kommen wir es noch rein.
ist ja jetzt schon, wenn ihr euch das anschaut, das ist eine, das so, das ist ja herrlich. Diese Creme, wenn ihr euch das anschaut, ist super. Das lassen wir jetzt gleich aufkochen. Dann kommen die Schwammerl rein und in ein paar Minuten kann man es essen. So, jetzt die Schwammerl. Und nachdem die Schwammerl drinnen sind, die Ofenplatte gleich ganz zurückdrehen. Die müssen nämlich nicht mehr kochen. Die müssen jetzt nur mehr das Aroma abgeben. Das heißt, ich drehe die Platte ab. Es ist eigentlich fast fertig. Wir lassen das jetzt noch bei abgedrehter Platte 10 Minuten ziehen. Die Schwammerl geben jetzt wirklich alles ab, den ganzen Geschmack von den Schwammerln. Und ihr werdet sehen, das wird super. Zu den Schwammerl ist noch zu sagen, ich habe einmal gehört, die haben so viel Folsäure. Und Folsäure macht glücklich. Ich muss sagen, mir macht das Essen glücklich. Ich wünsche euch, dass das genauso wie mir gelingt und dass euch so schmeckt. Viel Glück!